Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen am Tittmoninger Stadtplatz. Hinter mir das große, prächtige Rathaus. Wir sprechen jetzt mit Tittmonings ersten Bürgermeister Andreas Bratzdrum. Uns interessiert, was sind die Projekte der Stadt Tittmoning? Wie geht's weiter mit der Stadtplatzgestaltung? Wo sind neue Baugebiete? Und was passiert noch bis Ende des Jahres 2023 im schönen Tittmoning? Herr Bratzdrum, Tittmoning ist ja ein Geheimtipp im Landkreis Traunstein. Für alle, die sich eher Richtung Berge orientieren, die kämen gar nicht hier hoch und wissen überhaupt nicht, was einen hier an schönen Dingen erwartet. Am schönen Stadtplatz, abgesehen von der Eisdiele, man kann überall wunderbar essen gehen und ist auch gleich in der Natur und über der Stadt thront auch noch eine historische Burg. Wie findet man denn da noch Platz im Kalender? Ja, es ist wirklich eine wunderbare historische Kleinstadt, Tittmoning. Es ist viel los und wir sind oft einmal ganz froh, dass wir noch so als Geheimtipp gelten, weil so den großen Massentourismus, den glaube ich, könnten wir gar nicht vertragen. Aber wir wissen natürlich, wie schön das bei uns ist. Aber nicht nur schön, wir haben auch einen dynamischen Standort, Wirtschaftsstandort. Und das macht dann schon Freude, dass man in Tittmoning auch was gestalten kann. Gestalten ist ein gutes Stichwort, denn es wird viel gestaltet, städtebaulich. Hinter dem Stadtplatz Richtung Süden entsteht ein ganz großes neues Wohngebiet in Zukunft. Genau, das ist unser neues Wohngebiet am alten Bahnhof. Hier entsteht ein Wohnquartier mit rund 200 Wohneinheiten. Im Geschosswohnungsbau, 3- und 4-geschossig, also hohe Wohnqualität. Nah am Stadtplatz auch. Genau, und dieses Wohnen an dem Platz soll auch jetzt gestaltet werden, dass das den Standards der Zukunft auch entspricht, was Energietechnik, was Freiraumgestaltung, was einfach das Leben in einer Kleinstadt ausmacht. Also da sind wir sehr bemüht und haben einen städtebaulichen Wettbewerb auch durchgeführt, um wirklich die Qualität in dem Gebiet zu erreichen, die wir wollen. Dieses Wohngebiet liegt zwischen dem historischen Stadtplatz als unseren Marktplatz und auf der anderen Seite den Einkaufsmärkten. Also ideal gelegen zum Wohnen, sowohl für Familien, aber auch für Senioren. Oder natürlich auch für Fachkräfte, die in unseren Betrieben am Ort arbeiten und natürlich auch Wohnraum brauchen. Genau, das ist oft der Punkt für die Betriebe, für den Mittelstand, dass wenn Fachkräfte kommen, es sind ja nicht immer alles die Kinder der Tittmoninger, die zurückkommen von ihren Ausbildungen, von anderen Städten, von einem Studium und wieder herkommen. Die tun sich ein bisschen leichter, aber gerade Fachkräfte, die nicht vom Ort stammen, ja, die brauchen eine Anbindung an die Stadt und das Wohnen ist nicht immer so leicht. Also dafür perfekt. Und sie haben auch genug Kindergärten und Kinderbetreuungsplätze. Ja, also zum einen nochmal, was den Fachkräftebedarf der Betriebe angeht. Da bin ich laufend im Gespräch mit den Unternehmen, die sagen, bitte Stadt, schafft Wohnraum, wenn wir Fachkräfte brauchen. Eine der wichtigsten Fragen ist, wenn ich bei Ihnen in der Firma anfange, wo kann ich wohnen? Ja. Und das ist ein Kriterium, ob ein qualifizierter Mitarbeiter, Mitarbeiterin in dem Betrieb anfängt oder nicht, weil das Wohnen vor Ort ist natürlich sehr wichtig. Und wir haben bestimmte Qualitäten für in Tittmoning und das wollen wir jetzt einfach auch umsetzen. Was jetzt die Kinderbetreuungseinrichtungen angeht, haben wir in der Stadt 12 kommunale Einrichtungen von der Kinderkrippe bis zur Mittagsbetreuung, Waldkindergärten, Naturkindergarten. In jedem Ortsteil haben wir Kinderbetreuungseinrichtungen und das macht auch die Qualität des Wohnens für Familien in Tittmoning aus. Ja, und auch gerade dieses Naturnahe, was man in Tittmoning einfach überall hat, rund um die ganze Stadt, das ist etwas, das schätzen ja gerade auch junge Familien sehr. Genau. Also es ist einfach für viele Besucher, für uns als Einheimische oft schon mal
unbegreiflich, wie schön es eigentlich hier in Tittmoning ist. Einerseits das belebte Leben am Stadtplatz in der Altstadt und in unmittelbarer Nähe, in 300, 400 Meter Nähe, entweder unser Ponlachgraben oder auch die Salzachauen. Also ideal, diese Mischung ist ganz außergewöhnlich und wirklich ein sehr schöner Fleck zum Wohnen und zum Leben. Und zum Leben gehört natürlich auch das Essen. Und am Stadtplatz ist ja regelmäßig der Wochenmarkt. Für den Stadtplatz in Tittmoning stehen aber Umbaumaßnahmen an in Zukunft. Ja, wir wollen unseren Stadtplatz mittelfristig die nächsten Jahre umgestalten. Wir wollen die Aufenthaltsqualität am Stadtplatz noch verbessern. Das heißt, stärker wieder als Marktplatz entwickeln. Und als Raum zum Flanieren und zum Schlendern, zum Einkaufen, die Gastronomie genießen. Dazu gehört natürlich, wir müssen den Stadtplatz vom Verkehr stärker befreien, sowohl vom ruhenden Verkehr, also parkende Autos, aber auch vom fließenden Verkehr, den Durchgangsverkehr entlasten, damit eben die Bedeutung des Stadtplatzes als Marktplatz und als Kulturplatz auch weiter gestärkt wird. Und da laufen gerade Planungen. Wir haben eine Strategiegruppe Stadtplatz aufgestellt, eingerichtet und jetzt erfolgen die weiteren Planungen, damit wir dann in den nächsten Jahren den Stadtplatz aufwerten können. Dürfen denn die Bürgerinnen und Bürger selber auch Vorschläge einbringen zur Stadtplatzgestaltung? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben einen Beteiligungsprozess schon eingeleitet. In dieser Strategiegruppe Stadtplatz war jeder eingeladen, jede Bürgerin, jeder Bürger. Es sind in dieser Strategiegruppe auch Bewohner des Stadtplatzes dabei oder Ladeninhaber oder Gastronomen, sodass das nicht ein Konzept ist, das von oben aufgesetzt wird, sondern sich einfach von unten her entwickelt. Also wir wollen da niemanden vor den Kopf stoßen, sondern gemeinsam den Konsens finden, dass das Sinn macht letztlich und jeder was davon hat, wenn der Stadtplatz aufgewertet wird. Und dann ist natürlich die Stadtgemeinschaft auch nochmal gestärkt, weil es ein Miteinander im Schaffen ist. Womit die Tittmoningerinnen und Tittmoninger sich ja von klein auf identifizieren, ist ja die historische Burg, die über der Stadt thront. Ja? Die historischen Burgtage sind auch so ein Geheimtipp. Die waren ja jetzt gerade erst wieder. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, es war wieder ein tolles Ereignis, eine unserer größten Veranstaltungen in Tittmoning. Die Burg ist einfach unser Markenzeichen für Tittmoning. Ähnlich wie der Stadtplatz auch. Also, aber die Burg ist was ganz Besonderes. Das gibt es in der Region in dieser Form nirgends. Das ist richtig, weil so eine kleine Rundburganlage haben wir nirgendwo sonst. Genau. Und wir versuchen natürlich als Stadt zusammen mit den Vereinen und mit der Kulturszene die Burg immer wieder zu beleben. Also es finden dort nicht bloß die Burgtage statt, sondern auch Konzerte oder Ausstellungen. Gerade heute Abend ist wieder eine Vernissage in der Burg. Also insofern wissen wir, was wir an der Burg haben. Und dieses Erbe wollen wir natürlich pflegen und auch in die Zukunft führen. Die Burg ist eine große Last für die Stadt, auch baulich, investiv. Und die fordert uns natürlich sehr stark. Wir haben zwar eine gute Wirtschaftskraft, gute Steuereinnahmen, aber die Aufgaben, die an der Burg laufend zu tätigen sind, die könnten wir ohne die Unterstützung des Freistaats Bayern oder des Landkreises oder des Bezirks überhaupt nicht bewältigen. Und den Tittmoningern ist das ja auch bewusst, die lernen das seit ihrer Kindheit, ja, und die Burg ist einfach ein lokaler Identifikationsfaktor, wie der Volkskundler jetzt das sagen würde, ja. Aber zu Fuße der Burg am Stadtplatz kommen jetzt ja noch einige Veranstaltungen die nächsten paar Monate. Ja, wir haben im Sommer ja unsere Platzkonzerte, die sehr gut besucht werden und sehr beliebt sind.
Jede Woche ein Konzert in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Musikrichtungen. Da kommen nicht bloß die Einheimischen, sondern auch aus der Region kommen Besuche. Heute Abend ist wieder ein Konzert der Cappuccino Jazz Band. Also ganz unterschiedliche, dann spielt wieder Musikkapelle und so weiter. Aber im Advent ist dann wieder unser besonderes Highlight, unser Barbaramarkt rund um die Stiftskirche, über die Mühlenstraße, in den Burghof rein. Also das ist Weihnachtsmarkt oder Adventsmarkt von besonderer Klasse. Nicht kommerziell, sondern authentisch, so wie Tittmoning ist, so wie Tittmoning sich fühlt. Nicht überflutet von Besuchern, die wir nicht bewältigen könnten, sondern das ist wirklich nur Adventsmarkt, so wie man es sich vorstellt. Und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns aus Tittmoning. Eines lag uns noch besonders am Herzen. Der Tittmoninger Storchenbrunnen zählt zu den öffentlichen Trinkwasserbrunnen. Also, wenn Sie über den Tittmoninger Stadtplatz spazieren und ganz plötzlich Durst haben, er ist geöffnet und ein offizieller Trinkwasserbrunnen. Bis bald!